Moin moin liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV, dem Inselfernsehen. Ein Hauch von Hollywood wehte am vergangenen Dienstag durch Kampen. Kevin Costner besuchte Sylt und das war ein echtes Medienereignis. Aus ganz Deutschland kamen Journalisten auf die Insel, um darüber zu berichten. Costner war aber nicht privat in Kampen, sondern gab in der Kampener Sturmhaube ein Privatkonzert. Er stellte mit seiner Band Modern West seine neuen Songs vor. Der Veranstalter Dr. Michael Otto hatte Costner anlässlich der Eröffnung des Online-Shops des Modelabels Aquionautas, das zur Kitaro Fashion Group gehört, eingeladen. Rund 300 teils prominente geladene Gäste freuten sich auf Kevin Costners Konzert. Darunter waren unter anderem die Schauspielerinnen Tina Bordin und Anja Schütte. Kevin Costner ging kurz vor seinem Konzert auf Shoppingtour und sah sich die Kollektion an. Von jedem verkauften Stück wird 1 Euro zur Rettung des weltmaritimen Kulturgutes gespendet. Sabine Christiansen führte die Gäste durch den Abend. Der sympathische Schauspieler ist seit einigen Jahren auch als Musiker unterwegs und das sehr erfolgreich. From Where I Stand, so heißt seine neue CD. Mit seiner Band Modern West tourt er durch Deutschland und tritt unter anderem noch in Berlin, Dresden und München auf. Das Publikum in der Sturmhaube war begeistert von der super Stimmung des Konzertes. Auf der Aftershow-Party wurde noch lange und ausgelassen gefeiert. Am nächsten Tag verließ Kevin Costner die Insel wieder.